Ja, hallo, hier ist wieder Jeeper Fakadalmeister mit dem Let's Play von Might & Magic 3, Isles of Terra, Inseln von Terra, im Deutschen. Und, ja, wir setzen da die Reise fort, wo wir sie beendet haben beim letzten Mal. Und das war in Wilderbar. Und zwar gerade dabei, hier unsere Ausrüstung anzulegen, die wir ja bekommen haben von den ganzen Hydren, die wir erlegt haben unterhalb von Greywind Castle. Ja. Und, wir können uns auch direkt dahin zurück teleportieren, denn Signal funktioniert tatsächlich im Greywind Dungeon. Anders als das Speichern hier. Das ist nämlich durch die Götter des Speicherns verboten worden, interessanterweise. Das ist eigentlich nur ein Augenzwinkern ist der Programmierer, die dann gesagt haben, ihr kriegt hier keinen Reload-Button, ihr müsst hier so durchkommen. Und sowohl unterhalb von Greywind als auch unterhalb von Blackwind gibt es diese Nicht-Speicher-Elemente. Und es gibt sie auch noch an einer anderen Stelle. Ich komme jetzt allerdings nicht drauf, wo genau das ist. In der Arena, meines Erachtens. Da kann man nämlich auch nicht speichern. Genau. Also müssen wir uns hier Stück für Stück vorantasten. Hier gegen die Hydren. Ich weiß nicht, warum ich hier kein Masseverzerren einsetze. Vielleicht, weil das erste Mal Masseverzerren noch am effektivsten ist und danach nicht mehr, wobei es ja auch nicht immer gesagt ist, dass Masseverzerren dann auch trifft. Das heißt, ich habe hier bloß einen Versuch. Gut, ich hätte auch noch mehrere, aber wenn das Ding schon mal weit entfernt ist, dann kann man das ja auch im Fernkampf erledigen, sozusagen, die Masseverzerrungsgeschichte. Und ja. Da sehen wir, wie effektiv Hydren sein können, denn nicht nur machen sie ordentlich Schaden für unsere Zauberer, sondern sie vergiften uns auch noch. Was dann in entsprechend interessanten Gesichtsausdrucken Gesichtsausdrucke. Hat jemand überhaupt sowas schon mal in Plural gesetzt? Gesichtsausdruck, Gesichtsausdrucke. Ja, Druck, der Druck, die Drucke. Der Drucker, Gesichtsausdrucker. Naja, auf jeden Fall sehen sie entsprechend witzig aus, wie ich finde. Und da wir ja gerade, was haben wir, ein, zwei Tag? Ne, fünf Tag. Das heißt, wir kriegen einen Bonus von plus 3. Ü3 ist ja plus 3. Ist ja nur auf der Tastatur anscheinend nicht mit, oder haben sie mit übernommen, aber da ist das im Deutschen das Plus dann ein Ü geworden. Naja, und am fünften Tag muss man ja in einem Kloster seiner Wahl fünfmal spenden, damit man diese ganzen Boni dann bekommt. Und am 1-2 Tag dann eben nur ein- oder zweimal. Aber dann ist der Bonus auch nicht so stark. Das heißt, man kriegt bloß plus 2 auf Helden, Segen und Kraftschild und dann andere Dinge noch. Extra Lebensenergie oder was das war. Und ja, also ist es nicht so stark. Und gerade für Hydrin ist dieser Bonus von plus 3 nicht wirklich massiv, sondern eher gering. Aber hey, man nimmt, was man kriegen kann in diesem Fall. Und ja, wie gesagt, das ist alles schon mal aufgenommen. Ich kommentiere das hier bloß nachträglich und weiß nicht genau, was ich im Einzelnen gemacht habe. Aber so ungefähr kann man, ist es dasselbe wie vorhin auch schon. Also Masse verzerren und vielleicht mal Implosion. Ich versuche das hier gerade ohne Implosion und das hat wohl auch geklappt. Und ich kriege eine sengende Plattenrüstung. Plattenrüstung ganz nett, aber leider nicht aus Obsidian. Das heißt, nochmal ran da. Ja. Ja, und das geht dann eine ganze Weile so, bis wir unsere 7 Hydren, die es da unten gibt, durchhaben. Das sind ja nicht gerade wenige. Und ansonsten findet man die Hydren, abgesehen von der Arena, wobei man da auch nicht alle Erfahrungspunkte für die Hydren bekommt tatsächlich. Und auch kein Gold. Findet man sie sonst nur in der Gluthölle von der Feuerinsel. Also eigentlich die Hölle auf Erden, oder auf Terra, besser gesagt. Dort findet man sie dann. Dort leben sie nämlich eigentlich und schlüpfen aus Eiern tatsächlich. Irgendwas Merkwürdiges war mit diesen Eiern, aber da, das könnt ihr dann sehen, wenn wir da sind. Das ist, glaube ich, eines der letzten Videos dann. Weil das ist eigentlich mit das Endspiel und deshalb ist das hier ganz, ganz ein ziemliches Experiment, was ich hier mache. Also, oder frühzeitig einzugreifen hier in diesen Prozess. Eigentlich ist das hier eine Todesfalle, muss man dazu sagen, denn die Hydren soll man eigentlich,
ich glaube, so war das zumindest gedacht, nicht besiegen können. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo man hier auftaucht. Weil man die tauchen ja nur dann auf, wenn man einen Fehler macht, im Grunde genommen, bei diesem Olam-Stundengläsern, wo dieser Olam-Sand drin sitzt. Und ich habe das ja nur bewusst gemacht. Aber ja, das ist eigentlich eine Falle. Eine tödliche Falle soll das sein. Die wir bewusst auslösen. Für dynamische Totschläger zum Beispiel. Tja. Aber auch das ist nicht... Das ist nicht genug für mich. Tja. Und so geht das entsprechend weiter. Ich habe auch schon überlegt, tatsächlich dieses Video sozusagen von dem Land der Gargoyles oder der Wasserspeier, wie sie dann im Deutschen heißen. Übrigens auch in Heroes of Might and Magic 2, The Succession Wars. Wo man entweder als Roland war es, glaube ich, und irgendwas mit Artemis, nee, Artaxas. Ich kann mal nachgucken. Ich gucke das mal nach. Spielen kann. Da heißen sie auch Wasserspeier. Und ich habe, um den Gedanken zu Ende zu bringen, war mir überlegen, ob ich diesen ganzen Kampf hier, den ich hier mache, nochmal abspiele, sozusagen. Und dann auch genau weiß, was ich dann dazu erzähle. Und das auch als zeitnah machen kann. Damit ich das jetzt nicht nachträglich kommentiere, sondern dann gleichzeitig nochmal spiele und sowas alles. Das hat Vor- und Nachteile gehabt, dachte ich. Einerseits natürlich, dass ich dann auch schneller durchkomme. Ich würde dann das hier vielleicht nicht so lange machen. Diese ganze die Gegenständejagd hier nach den Hydren. Das würde ich nicht so lange machen. Weil ich würde sowieso niemals die Gegenstände wiederbekommen, die ich dann quasi nach diesem Video ja dann habe, zwangsläufig. Weil das ist ja dann nicht... Das ist dann ja wieder das normale Spiel. Die würde ich ja sowieso nicht haben. Also könnte ich diese ganzen Hydren-Kampf eigentlich auch links liegen lassen und einfach nur zeigen, wie ich ins Land der Wasserspeier gehe und dann eben... Greywind befreie. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, was wir hier machen. Und die Hydra zu bekämpfen, oder die Hydren zu bekämpfen, das ist dann ein Bonus nebenher. Oder auch die Schätze, wo wir dann hier auch noch zu kommen, wenn wir mit den Hydren durch sind. Ja, das hätte man auch machen können, gibt es dann einen Unterschied sozusagen zwischen dem Zustand, in dem wir dann wären, wenn ich das neu gemacht hätte, und dem, was dann jetzt kommt und was dann eigentlich ja auch richtig ist. Also hat es auch da einen Nachteil. Und ich dachte, ja, warum nicht? Kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen? Das hat ja immer den Vorteil, wenn man selber nicht spielen muss, dass man dann sich auf was anderes konzentrieren kann. Ich kann jetzt über Sachen reden, auf die ich hier nie kommen würde. Und man ist natürlich nicht gerade wirklich multitaskfähig. Ich glaube, kein Mensch, noch nicht mal Frauen, sind wirklich multitaskfähig, weil das Gehirn ist letzten Endes immer auf eine Sache beschränkt. Was man höchstens sagen könnte, ist, Menschen kriegen das gut hin, dass, und vielleicht Frauen noch ein bisschen besser, dass sie hin und her schalten können sozusagen, dass sie dies machen können und dann plötzlich was ganz anderes machen können und dann immer hin und her schalten, sodass es aussieht, als würden sie multitasken. Aber in Wirklichkeit ist es nur, man schaltet schnell zwischen mehreren Sachen hin und her. Wobei das natürlich auch zum Nachteil eigentlich dessen geht, was man ursprünglich da machen wollte. Weil man kann sich ja nur auf eine Sache wirklich konzentrieren. Und wenn man das dann ausbreitet auf mehrere Sachen, dann hat man plötzlich, dann ist die, ich sag mal, die Intensität der einen Sache, die man macht, nicht so, oder der mehreren Sachen nicht so groß. Weil sich die Aufmerksamkeit verteilt, nicht wahr? Man hat nur einen beschränkten Rahmen oder beschränktes Portemonnaie von Aufmerksamkeit. Das mal so ganz nebenbei zum Multitasking. Und ja, und das ist dann kommt dann hier auch zum Tragen. Ich kann ja nebenbei auch noch was gucken hier. Und erzählen. Ja genau, Heroes of Might and Magic 2, das war das. So, wer ist denn das hier? Und eine Erschungsplattenrüstung. Nee, ich will was Besseres finden. Wir müssen eben gucken. So. Morglin Iron Fist, wer ist das denn? Okay, er spielt auf jeden Fall auf Anrod, wo wir auch Teil 6 und 7 dann spielen. The Mandate of Heaven und For Blood and Honor. Haben wir jetzt was gefunden? Ein Piratenschild? Ne. Okay, und es geht um Archibald, genau, und Roland. Archibald ist der böse König oder Sohn. Nachdem der tot ist, der Lord Morglin Ironfist, der anscheinend hier, ja, der Sieger von Heroes of Might and Magic 1 war.
Und Archibald und Roland waren seine Söhne und die beiden kloppen sich dann halt um den Thron. Und eine setzt gerne Ritter ein, der andere setzt gerne Untote ein, glaube ich. Ja. Und irgendwer setzt dann auch nochmal Hexer und Hydrin ein und Drachen, rote Drachen, schwarze Drachen. Mit die stärksten Gegner im Spiel oder Einheiten, nicht nur wegen den Werten, sondern auch vor allen Dingen, weil sie gegen Magie immun sind. Und das heißt auch gegen die Magie der Helden tatsächlich. Also, ich immer fand, sehr, sehr, sehr stark. Gottes Schuppenrüstung. Ja, das gute alte Gottes besagt ja, dass es hier keinen Zauberspruch beinhaltet. Das ist nicht der göttliche Interventionsspruch. Es ist ein Bonus auf den Rüstungswert, tatsächlich plus 16. Das heißt, wir haben den normalen Rüstungswert von Schuppenrüstung, das ist dann plus 4 oder irgendwie sowas. Und dann nochmal plus 16 durch die Gottes. Und das heißt, ja, das Ding hat insgesamt einen Schutzwert so ungefähr von Obsidian dann, in dem Fall. Was natürlich noch besser wäre, wenn wir, und das habe ich auch schon mal gefunden, eine Gottes-Obsidian-Rüstung oder irgendwie sowas finden würden. Das heißt, wir kriegen den Bonus von Obsidian, plus 20 war das meines Erachtens. Ich glaube schon. Und dann plus 16 von Gottes. Das heißt plus 36 insgesamt. Das ist das Höchste, was man an Rüstungswert kriegen kann im Spiel. Nach meinem Empfinden. Also ich wüsste nicht, was da noch drüber gehen würde. Und alles, was wo Gottes vorsteht, gibt einem einen Rüstungsbonus plus 16. Also auch nicht schlecht, tatsächlich. Ja, genauso gut wie... Ja, was ist das dann? Saphir? Smaragd? Was war... Ich habe den Zettel leider nicht mehr hier. Ich bin sicher, ihr habt das schon drüber referiert oder wenn nicht, dann werde ich das noch. Ja. Und der Kampf gegen die Hydrin geht weiter. Ja, Enrod. Das ist auch ein Planet. Soweit ich weiß, ist es auch wirklich ein Planet und nicht einfach nur so eine Plattform, die im Weltraum rumschwebt. So wie Terra zum Beispiel. Terra, Varn und Kron, das sind ja alle so Plattformen, die im Weltraum rumschweben und die ja nicht so künstliche Welten sind. Nicht, dass man da viel von mitkriegen würde, abgesehen von den Science-Fiction-Elementen im Spiel später. Und ansonsten ist es ja alles sehr Fantasy-lastig, wie man ja sieht und allgemein sich vorstellen kann. Erinnert mich auch ein bisschen dann an die, es ist hart, ein Gott zu sein. Da gibt es ja dieser russische Roman, wo dann quasi die Erde schon weit in der Zukunft ist und die Menschen nur noch zu anderen oder zu einem fremden Planeten reisen, auf dem die auch so Menschen leben, aber die noch nicht so weit entwickelt sind. Und die Zukunftsmenschen von der Erde beobachten die einfach nur. Und ja, einer begibt sich dann auch mitten unter die und gerät dann aber immer mehr in so Fänge und merkt dann mehr oder weniger, wie beschissen es den Leuten da geht. Und dass die Aufklärung, die bei uns ja eigentlich stattgefunden hat, nach dem Mittelalter sozusagen, dass dieser ganze Prozess wohl da anfängt, aber er nicht, aber unterdrückt und bekämpft wird. Und zwar erfolgreich bekämpft wird. Also die ganze Aufklärung findet da gar nicht statt. Und da geht es halt um den Hauptprotagonisten, der sich eigentlich nicht einmischen darf. Das ist quasi die Star Trek Regel. Dass, ja. Die. Ja, komm schon. Ich weiß es. Die goldene Regel, nein. Die oberste Direktive ist es, genau. Dass man sich nicht einmischen darf in Pre-Warp-Kulturen, sozusagen. Also die noch keinen Warp entdeckt haben, um zu anderen Sternen zu reisen. Und das belastet ihn sozusagen immer mehr, weil er auch Freunde so ein paar da hat. Und ich glaube, es gibt auch einen von den Menschen, der verschollen gegangen ist und der quasi das Ganze doch unterstützt, also die Aufklärung unterstützt und das eben doch haben will für diesen Planeten. Weil er denkt, die Menschen leiden ewig, wenn sie das jetzt nicht kriegen, wenn sie keine Aufklärung kriegen, wenn sie keine Menschenrechte etablieren können, keine anderen Rechtsformen, so aus dem Mittelalter heraus, dann würden sie ewig im Leid verharren, im Dreck verharren. Und ja, das gehört auch mit dazu, ne? Und daran muss ich ein bisschen denken, bei dieser ganzen Terra-Geschichte und meine Magic. Ich glaube nicht unbedingt, dass es was damit zu tun hatte, als sie das hier programmiert haben. Aber wer weiß das, was John von Carnegie so in seiner Freizeit macht. Vielleicht liest er ja gerne mal einen russischen Roman.
Natürlich dann ins Englische übersetzt, aber das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Oder auszuschließen nicht. Killer Sprites. Interessant. Die Feen, ich lese mir ja gerade so ein bisschen hier das englische Kompendium durch von Might & Magic. Die Feen, die wir gesehen haben, diese blauen, geflügelten Damen, die ja ziemlich schwach sind eigentlich so und einen verfluchen aber können und Elektrizitätsangriff haben, zwei Angriffe mit Schaden von 2 bis 12, die, da steht der Text, more annoying than dangerous, these pesky monsters may curse the party, but more likely they'll die before they can do any real damage. Vulnerable to all attacks. Ja. Ah, witzig. Killer Sprites heißen die, also Killer-Feen. Im Deutschen einfach nur Feen. Und dann aber im Englischen Killer Sprite. Mörder-Feen. Ja. Ah. Insane Beggar. Oh, nee, wartet mal. Oh Gott, ich bin vollkommen falsch. Ich bin bei Might & Magic 4, Clouds of Xeen. Die Wolken von Xeen, das ist der vierte Teil, der hier nachkommt. Mit völlig falschen Monstern. Aber ein paar tauchen da schon wieder auf. Insane Beggar, der verrückte Bettler. Den vermisse ich in Might & Magic 3. Ich vermisse den verrückten Bettler oder die Krüppel. Die Cripples in Might & Magic 2. Oh mein Gott, da gab es eine Ecke in der Anfangsstadt, wenn man da reingegangen ist, dann wurde man von ganzen, von Hunderten von Bettlern und Krüppeln angegriffen. Oh Mann. Ja, sowas gibt's auch nur in Might & Magic. So ein Unsinn. Ich stelle mir das noch immer wieder vor. Bildlich. Insane Beggar. Ich kenne wohl verrückte Zwerge hier in dem Spiel, aber keine verrückten Bettler. Die gibt's hier in Terra gar nicht. Irgendwie scheint das da aufgeräumt worden zu sein. Aber vielleicht haben auch die ganzen Blasenmänner, Riesenratten, Skelette, Ghule, Zombies, Ninjas, verrückte Zwerge, Geister, noch mehr Ninjas, Feuersalamander, Dämonen und Mini-Drachen. Alle Bettler ausgerottet in den 5 Ortschaften von Terra. Ja. Und ich bin immer noch am Knüppeln. Eines Tages haben wir es geschafft. Eines Tages. Gehen unsere Polsterrüstungen mal nicht kaputt. Was natürlich gerne mal passiert, wenn sie bewusstlos werden. Dann geht die Rüstung kaputt. Aber es ist besser, als wenn alles kaputt geht. Was bei dem Zustand verrottet passiert. Und, ja. Ich sag mal so, ein Minotaurus kann uns töten auf einen Schlag. Das heißt, er würde auch die Rüstung kaputt machen. Aber ein anderer Gegner, auf den wir dann ganz am Ende weitestgehend treffen, in der Arena werden wir vorher noch auf ihn treffen, aber eigentlich ganz am Ende, werden wir auf Gegner treffen, die uns alles kaputt machen. Ja, weil sie uns ausrotten. Und es gibt nicht wirklich einen Schutz dagegen, sei denn man hat so ein hohes Level und so viele Lebenspunkte, dass es dann nicht mehr klappt, aber ganz ehrlich, die machen so viel Schaden. Das ist sehr, sehr schwierig, da sich entsprechend zu schützen. Selbst mit Kraftschild. Kraftschild ist ja eigentlich der Spruch, der einen vor Statusveränderungen schützen soll. Aber bei denen versagt das leider auch. Oder kommen wir dann? Ich denke, das sind eigentlich die letzten beiden Videos jetzt. So, und hier habe ich mich wegteleportiert. Und aus der Not heraus mit dem Zauberspruch Tor der Natur. Und diesmal hat es uns dann eben nicht nach Blackwind teleportiert, sondern Gnoblo hat uns nach, direkt vor Glutgipfel gebracht. Was natürlich dann ein bisschen ungünstig ist, weil wir dann ja verbrutzeln können. Weil jeder Schritt, den man auf der Feuerinsel macht, bewirkt Feuerschaden. Ich meine 50 Feuerschaden. Und dann kommt noch der Feuerschaden von den Gegnern dazu, die da hausen. Aber das ist gar nicht mal so viel eigentlich. Deshalb gibt es aber auch zum Glück in Glutgipfel so einen schönen Altar. 4 Stück sogar, bei denen man sich schützen kann vor Feuer. Temporär den Schutz erhöhen kann gegen Feuer, Elektrizität, Kälte und Säure. Und direkt außerhalb von Glutgipfel im Südosten gibt es auch nochmal so eine Hütte, wo man das auch machen kann. Und man kann natürlich noch Schutz vor Elementen sprechen. Also man hat hier 3 Möglichkeiten im Grunde genommen, sich vor diesen Flammen von draußen zu schützen.
Ich weiß noch, als ich das erste Mal das gespielt habe und dann quasi nach Feuergipfel kam und ich dachte, hey, eine neue Insel zum Erkunden und all sowas, waren erstens die Gegner für mich noch viel zu hoch, die außerhalb hausten. Ich habe gerade mit Mühe und Not, glaube ich, die Mini-Drachen dann hier platt machen können. Und eben, was mich auch davon abgehalten hat, die Insel weiter zu erkunden, war eben, dass überall Feuer rauskam. Und ich habe damals wirklich noch nicht hier den Schutz vor Elementen wirklich verstanden. Für mich war das so eine Sache, wo ich gedacht habe, oh ja, das kann man machen, aber das Spiel kann man auch so durchspielen. Und was ja auch stimmt, im Großen und Ganzen kann man das auch ohne Schutz vor Elementen, aber es ist doch sehr, sehr, sehr viel schwieriger. Und ja, ich dachte, was ist das für eine Gemeinheit, jetzt quasi in der Oberwelt schon solche Fallen aufzustellen, dass man bei jedem Schritt verbrennt. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen ja, schockiert und desillusioniert. Ja. Ich wusste es einfach nicht besser. Ich war ein bisschen vom Kopf gestoßen. Ich war ein bisschen unwissend. Man könnte auch sagen, dumm. Dass ich das nicht kapiert habe. Ja, ich bin mit Action-Rollenspielen aufgewachsen. Und so Secret of Mana oder Zelda vor allen Dingen. Oder Mystic Quest. Und da ist das hier an Komplexität schon sehr, sehr viel höher. An dem, was alles möglich ist und was man alles bedenken muss und wie komplex die Rätsel eigentlich schon sind. Das hier ist ja ein Spiel für, ich sag mal, erwachsene Rollenspieler. Und nicht gerade für Kinder. So. Für Jugendliche vielleicht schon eher, aber ich war, ja, gerade, ja, ich war schon, ja, okay, ganz Kind war ich auch nicht mehr, aber es war noch nah dran und manches habe ich einfach nicht verstanden. Und sowas, ich sag mal, so Mystic Quest Legend, das ja auch extra so für ein Super Nintendo, was ja extra so gestaltet worden ist, dass man hier, dass das für absolute Neulinge gedacht ist. Im Rollenspielgenre. Die Japaner haben ja gedacht, das würde auf dem amerikanischen Markt nicht ankommen, weil die sich mit so Rollenspielen überhaupt nicht auskennen. Was natürlich nicht stimmt, weil die Amerikaner kennen ja schon lange Pen and Paper Rollenspiele alias Dungeons and Dragons. Aber das haben sie halt gedacht und haben das eben, haben da halt Mystic Quest Legend draus gemacht. Was für mich natürlich ein großer Glücksgriff war, weil ich war wirklich so ein Newbie. Und heute lachen alle drüber, wie kann man das Spiel nicht schaffen. Und das stimmt auch, das Spiel ist sehr, sehr einfach. Aber für mich war das eine große Hilfe, da reinzukommen in dieses ganze Rollenspiel-Feeling und auch der Fortschritt. Man wird eigentlich ziemlich an der Hand gehalten in dem ganzen Spiel überall. Also da gibt es wirklich nichts, was man falsch machen kann, großartig. Also man stellt sich sehr, sehr dämlich an. Und ich habe auch jeden einzelnen Kampf mitgemacht. Da gibt es ja diese Schlachtfelder, wo man dann immer 10 oder auch ein paar mehr Kämpfe dann gegen bestimmte Gegner ausführen kann. Optional, aber ich habe es immer gemacht. Ich wollte immer stärker werden und das hat auch immer schön geklappt und ich war sehr froh darüber und stolz, dass ich das dann gemacht habe und dass sich auch gelohnt hat, weil dann kam ich ein bisschen leichter durch die anderen Level hindurch, durch die man dann durchgehen muss. Nicht wahr? Ja, und aber das war dann ja rundenbasiert und Zaubersprüche rechtzeitig einsetzen und ja, das fand ich gut. So wurde ich dann daran geführt an die ganze Rollenspielgeschichte. Und dann stieg das mit der Kom und dann kam Might and Magic 3 und ich saß da vorne, im Groben und Ganzen verstehe ich das. Aber ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, was mit den Bernstein-Kristallwaffen und sowas los ist. Ich wusste zum Beispiel nicht, was jetzt wirklich besser ist. Wenn ich Obsidianwaffen gefunden habe, dann dachte ich, ist Obsidian jetzt besser oder schlechter? Ich bin noch nicht mal zu dem Schmied gegangen und habe ihn darum gebeten, das zu identifizieren. Ich habe schlicht und ergreifend das genommen, was mir am besten gefiel, weil ich dachte, so groß kann der Unterschied schon nicht sein. Aber der Unterschied ist riesig, gerade was Obsidian angeht. Also falls ich es mal gefunden haben sollte damals, dann habe ich es nicht wirklich zu wert geschätzt oder zu wertschätzen, gewissen haben, tun. Ja, ich wusste einfach nichts mehr anzufangen. Und da hab ich dann so, anstelle von Stahl habe ich dann so Sachen wie Bernstein behalten, was ja eigentlich schwächer ist, aber ich dachte, hey, Bernstein, das ist wie so ein Edelstein. Das muss ja besser sein als Stahl. So, ja, habe ich dann gedacht. Weil es ja wertvoller ist. Genauso. Das ist quasi derselbe Stufenanstieg wie bei Might and Magic von Game Boy. Might and Magic sei schon hier für Mystic Quest.
alias Final Fantasy Adventure im Englischen. Wo ja auch dann die, wo man erst mit Bronze, Waffen und Rüstungen angefangen hat und dann ging es zu Eisen. Und dann kam, Silber, glaube ich. Gab es Stahl überhaupt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kam dann Gold. Und das war, und danach kam dann irgendwie Opal oder sowas. Das war dann auch so ein Edelstein. Ist es ja Opal, oder nicht? Ist das ein Edelstein oder was ist das eigentlich? Da muss ich mal nachgucken. Es ist ein Mineral. Okay, ein Kristall. War auch nicht schlecht. Aber auf jeden Fall war das das nächsthöhere, soweit ich weiß. Aber von daher hatte ich noch diese Idee, dass aus Mystic Quest die Idee mit dem, dass höherwertigere Metall auch bessere Gegenstände bedeutet. Quasi je mehr es glänzt, desto besser ist es. Habe ich dann hierhin direkt übernommen. Und für mich wäre dann Obsidian nicht so wertvoll gewesen wie Gold oder ja, vielleicht auch nicht mal wie Silber. Aber dann hier so Smaragde, Saphire, Rubine, das hätte ich dann schon eher behalten. Aber Obsidian ist, was ist das? Das ist Vulkanglas. Und auch wenn es nicht so oft vorkommt, ist es immer noch, naja, so vom Vulkan, irgend so ein brüchiges Metall oder brüchiger Stein ist das ja auch nur. Ist ja eigentlich nur ein Stein, es ist ja Lava, erhärtete Lava, die aztekischen Krieger da verwendet haben. Das wäre ja nicht so stabil oder toll eigentlich so, ne? Und von daher habe ich dann gedacht, das ist nichts Besonderes. Aber so nach der Logik bin ich dann vorgegangen. Ich habe das quasi von einem ganz anderen Spiel, von einer ganz anderen Konsole, von einem ganz anderen Entwickler aus einem ganz anderen Land, habe ich dann quasi einfach nur die Idee übernommen, höherwertigeres Metall ist gleich besserer Gegenstand. Und eigentlich stimmt das sogar für meine Magic. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das ja auch. Bis, ich sag mal, Gold. Und, naja, und dann kommt noch Platin dazwischen, aber Platin ist auch so selten, also kann man das auch noch nehmen. Mich wundert, dass sie nicht Titanium oder sowas genommen haben. Da hätte ich dann gedacht, yeah, das ist das beste Titanium. Alles aus Titan. Ich weiß gar nicht, ob das so... Oder Diamant. Ja gut, Diamant gibt es ja auch in diesem Spiel. Das ist ja das zweitbeste. Genau, so war das. So langsam kommt die Erinnerung wieder. An Might and Magic 3. Eine Obsidian-Kiste. Ah, eigentlich haben wir mal was Vernünftiges gefunden. Das wird auch langsam mal Zeit. Ich denke mal, das ist dann jetzt auch das Finale für diesen... Die Bekämpfung dieser Hydra hier. Gott sei Dank, sage ich nur. Ich hoffe, das ist auch die letzte Hydra hier. Weil Kisten kann man ja zum Glück in die rechte Hand drücken von auch Zauberern, Druiden und Klerikern. Oder Klerikern kann man ja auch ein Schild geben. Aber vor allen Dingen den Zauberern und Druiden kann man einen Gegenstand in die rechte Hand drücken. Leider kein Schild, sonst hätte ich den Obsidian ein Schild gegeben, aber Obsidian Kisten oder Juwele. Kisten, Juwel, Kristall oder irgendwie sowas konnte man den auch noch in die Hand drücken. Und es gibt zwar keinen Bonus von einem hier. Jetzt haben wir 112 Rüstungsklasse, jawohl. Nicht den Rüstungsbonus von einem Schild, das wäre dann plus 4 oder sowas. Aber den Rüstungsbonus von Obsidian. Und das ist immerhin plus, ja, was war das? 20? Ich glaube schon. Also den kriegt man dann trotzdem. Auch wenn es nur eine olle Kiste hat, die man da in der rechten Hand hat. So eine dumme Kiste in der Hand haben. Aber das Ding ist aus Obsidian und erhöht da den Rüstungswert radikal. So, und das habe ich mir jetzt geschnappt. So, haben wir jetzt alle Hydren durch. Ich hoffe es doch sehr. Nein, eine ist noch da. Ich hoffe mal, dieser Kampf wird dann nicht so lange dauern. Ja. Was haben wir bekommen? Ein Sturm-Totschläger. Hm. Da ist dann ein Zauberspruch drin. Storm, wahrscheinlich der Elementsturm. Der verursacht... Oder würde sonst kosten 100 Spruchpunkte. Und 10 Edelsteine. Macht 150 Schaden. Von entweder Feuer, Kälte oder Elektrizität oder Säure. Also das kann man sich dann aussuchen. Wie beim Elementpfeil. Ein Level 15 Zauberspruch. Für den Druiden. Und Objekt Cone, also hier... Ja, Cone, was ist das hier? Trichter, Hörnchen. Hörnchen. Ice Cream Cone. Warum muss ich jetzt an Spider-Man 2 denken hier? Doc Ock.
Ice Cream Cone, also ein Trichter. Was ist das hier? Ne. Kelch. Ein, ja. Ein Konus. Ah, es gibt einen schönen Begriff dafür. Hütchen. Ein Hütchen. Hütchenform. Und ich denke mal, das trifft dann durch mehrere Gegner hindurch. Also man kann entweder ein einzelnes Monster treffen, eine ganze Gruppe, oder eben hier die auch dahinter. So, und hier haben wir jetzt eine Illusion, all euer Gold ist weg. So, ich denke mal, wir haben jetzt alle Hydren durch. Und jetzt zeige ich dann quasi, wie man hier das Gold aufnehmen kann in diesem Dungeon. Es gibt sehr viel Gold, was hier rumliegt, aber wie ich ja schon mal erwähnt habe, das ist alles eine Illusion. Und diese Illusion ist noch ein bisschen mehr als nur eine Illusion. Sie klaut einem, wenn man versucht es zu nehmen, sogar alles Gold, was man bisher hat. Egal wie viel es ist, wie viele Millionen es sind. Quasi genauso wie die Piratenprinzessin oder Piratenbraut, die einem ja auch alles Gold klaut, wenn man ihr keine Kugel der Schönheit und Jugend vorbeibringt. Klaut einem hier, wird einem hier auch alles genommen. Es gibt nur zwei Schätze, die vorher Säulen waren. Das muss man sich eigentlich dann aufschreiben. Also nicht alle Säulen verwandeln sich in Hydren. Nur 7 Stück. Zwei andere verwandeln sich in so Goldhaufen. Die echten Goldhaufen. Die anderen sind Illusionen und klauen einem alles Gold, aber zwei davon sind echt. Wie zum Beispiel das hier. Und es gibt 1 Million Gold und Gegenstände von höchster Qualität in den beiden Goldhaufen zum Beispiel. Tja. Aber auch hier haben wir wieder das Problem, wenn man nichts Besonderes rauskriegt. Nee. Versuchen wir es nochmal. Saphirmantel ist zwar ganz nett, aber wir können auch was Besseres finden. Oder nicht? Ja. Ich kenne mich. Ich weiß genau, was ich tun würde. Ja, so ist das, wenn man gewisse Prinzipien hat, die verfolgt. Ja. Und dann gibt es noch Zaubersprüche, die bewirken, also die uns selber betreffen, also positive Sprüche, keine Schadenssprüche, die dann entweder einen von uns betreffen oder die ganze Party. Ja. Ja, und das andere ist eben, es betrifft entweder einen Gegner, die Gruppe Gegner, die vor einem ist, oder eben die ganze Reihe, die vor einem ist. Und der Elementsturm wäre so ein Cone-Zauberspruch. Ich guck mal, welcher noch so ein Cone-Zauberspruch wäre. Ist tatsächlich nicht so viele, glaube ich. Feuerball zum Beispiel auch nicht. Nee, der betrifft auch nur die Gruppe. Das heißt tatsächlich, wenn man so einen Gegner vor sich hat, der ein ganzes Feld einnimmt, so eine Art, ja, wie eine Hydra, die ein ganzes Feld einnimmt und dagegen Feuerball sprechen würde, dann würde es nur diese Hydra betreffen, aber da keine weiteren Gegner da auf dem Bildschirm draufpassen, trifft man auch immer nur diese eine Hydra und nicht die dahinter noch sind. Das geht nur bei diesen Zaubersprüchen, die auch noch durchschlagen, sozusagen, durchschlagenden Erfolg, und das sind tatsächlich nur wenige. Es ist einmal ein Level 9 Zauberspruch tatsächlich. Acid Spray, also Säure Spray. Und macht 15 Punkte Schaden in Gift. Und hier haben wir den zweiten Haufen, der auch wieder 1 Million beinhaltet und eben viele gute Gegenstände. Und wen haben wir noch? Achso, das sind die druidischen Sprüche. Okay, es gibt noch mehr davon. Okay, alles klar. Vielleicht sollte ich der Reihe nach durchgehen, während ich hier alles zusammensuche. Also, genau. Also Säurespray macht das. Kältespray oder Kältestrahl, der immerhin 2 bis 4 pro Level des Sprüchemeisters dann ja, verursacht an Kälteschaden. Der schlägt durch. Level 8 Zauberspruch. Für den Kleriker und den Druiden, glaube ich. Was gibt's noch? Was kann der Kleriker noch? Wenn ich hier weiter Gegenstände aufsammle oder es zumindest versuche. Heiliges Wort tatsächlich. Das heißt, dieser Zauberspruch vernichtet alle Untoten direkt vor der Party. Und er vernichtet nicht nur die Gruppe vor der Party, sondern wenn du eine Reihe von Untoten hast, selbst die ganz stärksten, weil Heiliges Wort ist ja der stärkste Anti-Untotenspruch überhaupt, kann einen ganzen Haufen auch Liche oder Leichnams, wie sie hier heißen, so durchrattern und alle platt machen. Also ein sehr, sehr starker Spruch. Für den Priester oder Kleriker. Ja.
Masseverzerren betrifft nur die Gruppe. Bei Hydrin ist es dann eben nur einer. Moonray würde auch alle treffen. Und ja, das verursacht Energieschaden 30. Und gibt auch ein bisschen Lebensenergie zurück. Was haben wir sonst noch? Der Sonnenstrahl verursacht auch durchgehend Schaden. 200 Schadenspunkte für alle Monster direkt in der Front der Party. 200 Schadenspunkte in Energie auch noch. Also dagegen haben wenige Schutz überhaupt. Wir vor allen Dingen. Ja. Der Zauberer. Er kann es machen mit welchen Zaubersprüchen? Dragon Breath, also Drachenatem. Nicht schlecht. 5 Punkte Schaden für jedes Level, das er hat. Entweder in Feuer, Elektrizität, Säure oder Kälte. Das ist nochmal interessant zu wissen hier. Das vergesse ich nämlich auch wieder, immer wieder, was Schaden gegen Gruppen macht oder gegen eine ganze Reihe. Weil so oft braucht man das auch nicht. Starburst, alias hier Sternenschauer oder was das ist. 500 Schadenspunkte physischer Schaden. Für alle Monster direkt vor einem. Kostet aber auch 200 Spruchpunkte und 20 Edelsteine. Hm. Tja, und dann kommt noch der Druiden Kelly, aber der hat ja auch Säurespray und Kälteray. So, und was machen wir jetzt? Achso, jetzt sind wir schon bei der Rätselslösung. Der Sand von Olum ist auf dem Boden des Jahrhundertglases. Umdrehen, ja. So, wir haben alle Hydrin besiegt. Das heißt, wir haben jetzt alle Zeit der Welt, uns des Rätsels anzunehmen und zu gucken, dass wir diesen Sand in diesen Sanduhren entsprechend umdrehen. Jetzt mache ich entweder, machen wir jetzt alles nach oben oder erst nach unten. So, am Boden. Jetzt haben wir es wieder nach oben gedreht. Wir sind in der Spitze des Jahrhundertglases. Nicht das Illusionsgold mitnehmen, sonst ist alles weg. Das ist auch oben. Nicht draufklicken. Und das ist auf dem Boden, das heißt, wir müssen es umdrehen. Und hier ist tatsächlich der vierte drin. Der vierte... die vierte Sanduhr. Und ja, jetzt habe ich gerade festgestellt, dass es nach oben nicht sein sollte in der Spitze, sondern alles nach unten. Nicht wahr? Ja. So, alles nach unten gedreht und jetzt sollte... Nee, taucht immer noch nicht auf. Das heißt, wir müssen dann einmal den Gong schlagen. Wenn wir alles nach, jetzt haben wir alles nach unten gepackt. Jetzt müssen wir einmal den Gong schlagen, damit die vierte Sanduhr erscheint. Oder die vierte... Ja, vierte Stundenglas. Ein Tönen durchflutet die Halle, aber es ist nichts erschienen. Jetzt weiß ich jetzt wieder, dass alles nach oben muss. Also alles nach oben. Die drei jetzt erstmal nach oben. So, vergesst, was ich vorher gesagt habe. Alles nach oben. Das ist das Erste, was man machen muss. Dann den Gong schlagen. So, und dann erscheint tatsächlich da auch wieder schön hinter einer Säule versteckt das vierte Stundenglas. So, das war eine Spitze. Jetzt haben wir alles nach unten gebracht. Oder jetzt bringen wir alles nach unten. Jetzt drehen wir alles nach unten. Und dann schlagen wir noch einmal den Gong. Bei allen Vieren dann. Und dann sollte eigentlich hier Ruhm Karton sein. Drüben durchflutet die Halle. Und ja. Ob da jetzt was passiert ist. Wir sind jetzt durch mit dem Dungeon. Schloss Greywind. Wir haben alles geholt. Die Hydrin besiegt. Die zwei großen Schätze uns besorgt. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch zu... Mr. Greywind himself, um ihn von seinem Fluch zu befreien und die Belohnung abzuholen, die er uns ja offeriert hat oder auch nicht. Aber auf jeden Fall kriegen wir eine. Zumindest mein Geist kann diese Mauern verlassen. Hört meine letzten Worte. Die Hälfte von dem, was ihr braucht, um eure letzte Bestimmung zu erreichen, ist 645. Ja, die erste Hälfte von dem Passwort, welches wir das brauchen, um das Spiel tatsächlich zu beenden. Ja, und die andere Hälfte kriegen wir dann von Greywind, Blackwind, dem Banner. Aber das war jetzt hier Greywind. Und der wird jetzt verschwinden. Wir haben seinen Geist befreit. Yay!
Der Geist von Greywind löst sich langsam auf und verschwindet. Tschüss. Ja, der Müllthron ist verschwunden. Der Fluch von Blackwind ist aufgehoben. Und sie hat nicht... hat Greywind zumindest schon mal seine Ruhe gefunden. Und jetzt gucke ich nochmal nach, wie das mit den Erfahrungspunkten aussieht. 20 Millionen hatten wir gerade und jetzt 22 Millionen. Ich glaube, jeder hat jetzt 2 Millionen Erfahrungspunkte gekriegt. Also, das ist auch nochmal nett. Aber durch das ganze Töten der Hydren haben wir sowieso so viele Erfahrungspunkte dazu gewonnen. 4 Millionen für jede getötete Hydra. Das fällt das auch nicht mehr so ins Gewicht. Einst eine gewaltige Festung wird Schloss Greywind, vormals das Reich von Greywind, dem Illusionisten, jetzt von den Reptilien beherrscht. Greywinds Geist ist in den Ruinen gefangen, unfähig, sich selbst von diesem Fluch zu befreien. Tja, und die Reptilien, ja, haben wir gesehen, Dinos, Feuersalamander und Hydren. Also ein ganzer Haufen Echsen waren da tatsächlich. Das stimmt sogar. Da sind Koraks Notizen mal korrekt gewesen. Ich will nicht sagen, dass sie nicht korrekt sind, aber... manchmal macht das ein bisschen mystisch. Und hier heißt es, Schlangen leben in der weiten Leere des Greywind Dungeon. Und Überreste von vergangenen Zeiten blieben seit Jahren unberührt. Der Sand von Olam rann herunter und der Siegesgong, der einst heimkehrende Sieger begrüßte, ist schon seit Dekaden so still wie der Tod. Tja. Schlangen leben in der weiten Leere des Greywind Dungeon. Ja, da markiere ich es auch nochmal. Das hat mich, das fand ich sehr unheimlich so. Die weite Leere des Dungeon. So, es ist irgendwie merkwürdig, dass ein Dungeon so offen ist. Aber man weiß ja jetzt auch wieso. Es hausen komische Todesschlangen da drin. Und auch nur dort. Sowie ein ganzer Haufen Hydren in Säulen eingesperrt. Mit die stärksten Monster im Spiel. Also allein von den Werten. Und leider sind wir noch alle vergiftet. Das heißt, wir sollten uns da ein bisschen... entgiften. Zwar nicht mit Gift unterdrücken, könnte man zwar auch, aber dann wird nur... dann wird uns das irgendwann wieder einholen. Das heißt, wir machen einfach Gift heilen, kostet ja nur bloß 8 Sprungpunkte. Und dann sind wir wieder frei von dem ganzen Hydren-Gift, was uns da eingeträufelt worden ist. Aber ja. Tag 55. Noch 5 Tage bis Blackwinds Hochzeitstag. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen tatsächlich, damit wir den noch erwischen. Tja, und ob wir den erwischen werden, das verrate ich nicht, weil ich es auch gar nicht mehr weiß. Ja. Also, das war Greywind Castle tatsächlich. Das komplette Paket. Und ja, hier wurde ein Schloss geöffnet, oder wie eine der Illusionskisten, wahrscheinlich damals von Greywind selber noch höchstpersönlich dahingestellt. Die uns aber nur verfluchen, weil wir nicht am 1-2-Tag sind. Ich glaube, ich überprüfe das hier nochmal, oder ich versuche es zumindest. Obwohl die Inseln der Illusionen sehr sandig sind, gibt es dort Quellen mit magischen Kräften. Trink reichlich von ihrem Wasser, denn nur wenige Orte in der rauen Umgebung bieten so große Unterstützung. Ja, ja, Bonus auf Rüstungswert und noch irgendwas anderes. Lebenspunkte, glaube ich. Yeah. So, wir nähern uns tatsächlich dem Ende, des Kommentars, des Re-Commentary, wie man es toll betiteln könnte, von ja, den Greywind-Videos. Habe ich tatsächlich verpennt und habe es auch nicht gemerkt beim Aufnehmen. Erst jetzt, wo ich das Ganze mal zusammenfassen wollte. Und ja, ich dachte, hupsala, dann der Manteau. Das kann ich nicht mehr lange hinauszögern, weil je länger ich warte, desto mehr lässt mein Gedächtnis nach. Es wird ja immer wieder neu vollgemüllt mit neuem Kram und Zeug, was es alles so gibt. Ja, aber zurück in Wildabar. Um dort in der Waffenkammer hier unseren restlichen Krempel zu verkaufen, den Stahlmantel. Der kam weg. Toxischer Mantel kam auch weg. Plus 25 Schutz vor Säure, gut. Goldplattenrüstung, 40.000 Gold kriegen wir dafür. Das ist das Gute an Gold. Dingern, zum Beispiel Goldamulett. Da kriegen wir auch über 40.000 Gold für. Und durch Verdoppeln könnte man da auch einiges an Geld rausschlagen, tatsächlich. Ist natürlich ein bisschen umständlich und dauert eine ganze Weile, bis man da 1 Million raus hat. Es geht, glaube ich, insgesamt schneller oder mehr könnte man dabei rauskriegen, als wenn man jetzt hier
ständig auf Tag 50 wartet in Greywind Castle. Ja. Stahllederrüstung. Ja, das wird sich auch nochmal ändern. Ich weiß nicht wann, aber es wird sich noch ändern. Noch ist die Ausrüstung nicht ganz komplettiert. Aber wir sind schon mal einen großen Schritt weitergekommen, würde ich sagen. Durch ganz viele Obsidian-Gegenstände und ja, viele Erfahrungspunkte. Wird Zeit, dass wir auch mal wieder einen Levelaufstieg machen, würde ich sagen. Aber ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin GBF Akkadalmeister und das ist das Let's Play von Might & Magic 3 Isles of Terror. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn es wieder normal weitergeht. Bis dahin.